Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zusammen mit Heiko Röder bei Röder Feuerwerk. Ich glaube, das kann man gut erkennen. Röder Jacke, Heiko Röder vor mir, schöne Röder Artikel. Und das schreit auch danach, dass wir jetzt Heiko ein paar Fragen stellen. Erstmal hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Ja, heute wurde extra aufgemacht, damit wir zusammen drehen können. Ja. Das ist mal ein Service. Genau. Als Hinweis für alle, das Video könnte länger werden. Unten auf der Timeline seht ihr verschiedene Kapitel. Da sind jetzt auch die Themen drauf, aber ich möchte die jetzt nicht zusammenfassen, weil ansonsten spoilere ich ja Heiko. Ja, die Fragen sind bis jetzt noch halbwegs geheim. Okay, das erste... Halbwegs ist gut, ich weiß überhaupt keine. Komplett. Ich hoffe, die sind nicht so... Naja. Nein, nein, die sind nicht dreckig. Das erste wäre vielleicht ganz interessant, wie sieht es mit Qualifikationen generell aus? Wie war dein Werdegang, sowohl akademisch als auch im pyrotechnischen Bereich? Ach du Scheiße. Wollt ihr das wirklich wissen? Ja, vor allen Dingen im pyrotechnischen Bereich. Im pyrotechnischen Bereich, da gibt es nicht so viel. Ja, ein 20er also zum gut, Beispiel. Also Grundschule. Das hat ja nichts mit... Unternehmen haben wir 2000 gegründet, ja. Also offiziell. Ja, ja. Vorher hat es meine Eltern laufen lassen. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. Ungefähr. Genau, und irgendwann 2005 hat man tatsächlich dann die Ausbildung gemacht zum Pyrotechniker. Ja. Hat sich aber mehr so ergeben, weil wir früher sehr viele Feuerwerke noch gezündet haben. Mhm. Das machen wir mittlerweile ja nicht mehr. Das wurde dann immer mehr mit dem Handel. Und ja, dann haben wir das mit dem Zünden aufgegeben, machen unsere Workshops noch, ein paar Kirchweihfeuerwerke, solche Sachen, aber okay. Großartig nicht mehr. Und dann, ich weiß es gar nicht, irgendwann hat man dann, das war dann mit Markus, vor 4, 5 Jahren, ja, dann ein SFX gemacht, damit wir ein bisschen so Filmchen dann noch drehen können. Ja genau, der SFX-Schein, ja, ist vielleicht auch ganz spannend, ne? Für SFX-Schein braucht man einen Großfeuerwerker oder einen Bühnenpyrotechniker-Schein, ja, im Vorhinein. Haben. Genau, richtig. Ja. So, und dann kannst du es noch dazu machen. Ich muss ganz ehrlich, ein Normalbürger oder Normalpyrotechniker braucht er nicht. Ja. Ja, ist einfach so. Das ist schon sehr speziell. Für uns als Filmer ist es halt ganz interessant, dass man bei Benzinexplosionen sowas machen kann. Oder wenn jemand wirklich Ambitionen hat, da ins Filmgeschäft einzusteigen. Aber ich glaube, der Bedarf ist da relativ gering, ja, an solchen qualifizierten, nee, Leuten. Deswegen haben wir es ja auch nicht gemacht, wir haben es eigentlich für uns gemacht. Für euch wahrscheinlich gemacht, machen, ja, das 90% oder 99%. Und jetzt nutzt ihr das aber auch gut auf eurem eigenen YouTube-Kanal, ne? Da macht ihr auch öfter mal Videos mit Sprengstoffen, genau, generell mit Special Effects. Richtig, ja. Dafür hat es sich also schon mal gelohnt. Richtig, ein paar, ja, Toiletten in die Luft sprengen lassen. Ja, genau. Und ansonsten? Ja, ansonsten außerhalb der Pyrotechnik hast du, glaube ich, Studium gemacht, ne? Studiert, oder? Ja, wer sich an unseren April-Schatz erinnert, da steht es ein bisschen drin. Also ist tatsächlich so, ich habe Verfahrenstechnik studiert. Ja. Max, mein Kollege, der hat Chemie studiert. Ja. Und guter Mann. Dazu bin ich noch Maschinenbauer. Also ich habe tatsächlich auch Maschinenbauausbildung. Ja. Und das hätte sich eigentlich ganz gut ergänzt. Also theoretisch könnten wir da auch wirklich so eine Produktion aufbauen. Das trauen wir uns zu. Aber der Herstellerschein, das wäre das, was man noch machen könnte. Genau, Herstellerschein, ne? Ist, ja gut, haben wir ja auch. Von daher ist kein Problem. Ja? Herstellerschein. Ah, okay. In diesem Herstellerschein lernst du nicht, wie man irgendwas herstellt, sondern aber man ist 99%, die allgemein darf es halt machen, 99% ist es Theorie mit, also Gesetze, ja, so Verordnungen, so ein Mist halt, so ein Kram, ja, was man alles beachten muss. Geht ja nicht nur um Sprengstoffgesetz, ja, klar, auch andere Dinge beachten. Okay, nee, alles klar. Aber eine Herstellungsstätte wäre cool, da wird sich euer Alltag ein bisschen ändern. Wo wir direkt zum zweiten Thema kommen, wie sieht ein typischer Arbeitstag eines Röder Feuerwerk-Mitarbeiters aus? Innerhalb des Jahres, sagen wir mal, nach Silvester bis irgendwie September und danach dann halt die Saison. Das ist eine coole Frage, die hat uns noch niemand gestellt tatsächlich. Aber es ist kein großes Geheimnis. Felix langweilt sich den ganzen Tag, Markus langweilt sich den ganzen Tag. Ja. Faulenzen. Also Felix steht übrigens hinter der Kamera und langweilt sich da. Und Markus ist gar nicht da und langweilt sich da, wo er nicht ist. Ja. Nee, also es gibt, ich sag mal so, in der Saison ist eh klar, ziemlich stressig, ja, viel Arbeit, harte Arbeit, weil Feuerwerk ist Kisten schleppen. Pur. Ja, klar. Ja. Wenn der Container kommt, dann geht's ran. Ne? Genau, das erste Mal mit dem Container, dann auf Paletten, dann wieder runter von den Paletten, auf dem Wagen, wieder zusammenpacken, wieder auf Paletten. Mhm. Also Kisten, die fässt man bestimmt 10 Mal an. Ja. An den Artikel. Und das ist natürlich, ja, schwer. Ja, aber ansonsten, neben der Saison, ja, ich weiß gar nicht, was sind die? 3 Kilo. Was haben wir hier? Also 500 Gramm NEM, aber Bruttogewicht. Ja, 3,5 Kilo. 3,5 Kilo. Aber ist ja eine, ja. Wir haben ja ganze, ja, Kisten davon. Und ist schon harte Arbeit in der Saison. Saison heißt bei mir Oktober bis November. Oktober bis Dezember, Entschuldigung. Oktober, dann November, Pause. Nein, tatsächlich ist im Januar ist dann Aufräumen angesagt. Ja. Sauber machen, Ordnung schaffen, solche Dinge umorganisieren.
Februar, März ist dann immer ein bisschen ruhiger, aber dann geht ja schon wieder auch Zeiten, Geburtstage, sowas hinterm Jahr. Vorschießen im April, genau, wie es jetzt der Fall war. Genau, wir haben das Testschießen, das macht viel Arbeit und Vorbereitung. Ja. Ja, es gibt das Ganze ja immer was zu tun. Man muss wissen, wir haben so eine Stammbelegschaft, sind etwa 7 oder 8 Personen, ich muss jetzt genau nochmal nachdenken, weiß ich gar nicht aus dem Stegreif. Ja. Und dann haben wir natürlich Saisonkräfte. Ja, okay. Aber für die Stammbelegschaft ist dann halt auch Überstunden abbauen angesagt, solche Dinge. Ja, ja, okay. Nee, wunderbar. Du hast schon angesprochen, dass man jede Kiste zigmal anfasst. Und das ist vielleicht so ein Punkt, den viele gar nicht so durchblicken. Ja? Was steckt eigentlich für eine Arbeit dahinter, eine Bestellung zu packen? Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, die Leute, die Bestellung packen, die machen das ja auch nicht für lau. Also es sind ja alles Kosten. Je öfter irgendwas angefasst wird, desto mehr Zeit raubt es und desto höher sind auch Kosten für Mitarbeiter. Das verstehen viele vielleicht nicht. Vielleicht kann man da ein bisschen drauf eingehen. Was gibt es so für große Arbeitsschritte, die Zeit und vielleicht auch Kosten verursachen? Also die Zeitkosten und Kosten verursachen, an die man gar nicht so denkt. Ich hätte zum Beispiel ein Beispiel, was mir mal aufgefallen ist. Hier bei Rödervolk, muss man wissen, wird ja nicht nur in den normalen VE-Kartons verpackt, sondern auch in Kartons, die dazugekauft werden. Ja. Aber da sind keine Etiketten drauf, also kein 1.4G-Sticker, die UN-Nummer fehlt ja meistens, wenn ich mich nicht vertue. Das muss ja alles auch zum Beispiel draufgeklebt werden. Na gut, da wir ja fast hauptsächlich nur 1.4G und 1.4S haben, haben wir ja eigentlich vorgedruckte Kartons. Ja. Ah, okay, weil ich hatte ein paar Etiketten gesehen, habe ich gedacht, das müsste da auch drauf. Ja, wenn eine beschädigt ist oder mal doch ein falscher drauf ist oder was auch immer, dann müssen wir schon umetikettieren. Ja, genau. Aber natürlich, das sind solche Dinge, kostet auch Zeit. Ja. Und daran denkt man nicht. Normalerweise sind die ja da, aber dann sind sie gerade aus, muss ich wieder Nachschub holen. Ja, wo sind die hin, was sind hingestellt? Also das sind so Kleinigkeiten, ja, aber ist logisch, das sind solche Dinge, die man halt normalerweise nicht sieht. Man sieht eigentlich nur, wenn man sein Paket zu Hause schön gepackt. Ne? Da haben wir ja richtige Profis, die das schön einpacken. Wir werden immer gelobt dafür, dass es so gut eingepackt ist. Ja, ist auch. Und dass niemand mehr die Sachen dann reinkriegt, wenn das mal ausgepackt hat. Ja. Davon kann ich übrigens ein Liedchen singen. Aber du musst halt, es fängt ja an beim Containerausladen, du musst es überprüfen. Ja. Stimmt die Stückzahl, dann musst du es einbuchen. Ja, ja. Und dann musst du das natürlich einlagern, entsprechend, dann Kennzeichen beschriften. Dann musst du wieder, wenn das Fach leer ist, musst du wieder nachholen. Wir kommissionieren ja einzelne, das ist schon angesprochen. Jetzt sind ganze Kisten, sondern einzelne Artikel. Die müssen kommissioniert werden, die müssen verpackt werden. Dann kommt der Kunde und sagt, er hat eine Änderung oder er will noch was nachbestellen. Das ist ja im System, das wird ja verarbeitet bei uns im System. Manches geht automatisiert, aber vieles ist immer noch mit der Hand. Ja, klar. Die Bestellung kommt zwar im Shop an, wird automatisch ins Warenwirtschaftssystem logisch eingebucht, aber du musst ja trotzdem noch was mit tun. Ja, sicher. Ja, dann hast du die Zahlung, musst du dann verbuchen, zuweisen musst du ja trotzdem noch, musst es ausdrucken. Ja. Also wir arbeiten noch mit Handzetteln tatsächlich, weil wir jetzt den Vorteil nicht unbedingt sehen in elektronischen Sachen, aber gut, jeder wie er will, bei uns im Kleinen geht es noch relativ gut. Ja. Ich persönlich im Kleinen auch, ist gut, also. Ja, wir sind kein Amazon, sondern noch ein relativ kleiner Online-Shop in Anführungsstrichen gegen anderen. Und da funktioniert es, weil wir auch, sagen wir so, angelernte Leute haben. Also nicht nur Aushilfskräfte oder die das mal für ein Jahr eingespieltes machen, Team. Eingespieltes Team. Klar, das macht natürlich Spaß. Die sich aber auch mit den Artikeln auskennen. Ja, das ist, wir haben ja nur Feuerwerkskörper. Ja. Ja, aber das ist halt echt so eine Sache. Ich habe es jetzt miterleben können, als ich mal ein bisschen geholfen habe zu packen. Der Artikel, der wird nicht bestellt und ist plötzlich fertig verpackt. Also hier läuft wirklich jemand rum und sammelt die Bestellung zusammen und dabei gehen zig Minuten drauf. Also wie gesagt, es kostet Arbeit und auch Geld. Genau, wo wir direkt wieder mal bei der nächsten Sache sind, Preissteigerungen. Ich möchte das Thema jetzt nicht super ausführlich machen, aber zusammengefasst, worin siehst du die Hauptgründe für Preissteigerungen, die übrigens nicht nur bei Röder Feuerwerk der Fall sind? Hier sind die halbwegs moderat ausgefallen, finde ich sogar. Manche Artikel haben den alten Preis behalten. Was? Echt? Funke römische Lichter zum Beispiel. Hoffentlich werden die jetzt nicht alle ausfallen. Also, Felix, ändere mal bitte den Preis. Nein, also es gibt wirklich Artikel, bei denen ist es nicht der Fall gewesen, zumindest vor einer Woche. Lange Rede, kurzer Sinn. Worin siehst du jetzt die Hauptgründe? Ja, es gibt viele Gründe, es gibt viele Hauptgründe. Jeder hat seinen Anteil. Es ist nicht so, dass jetzt einer 1% und der andere 50%, sondern also das ist relativ ausgewogen. Was heißt ausgewogen? Man hat halt einen hohen Anteil an den Transportkosten nach wie vor aus China, der Container, das ist nach wie vor das gleiche Lied. Hat sich ein bisschen entspannt, aber ja, man hat ja gemerkt, man kann ja viel Geld verdienen und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht viel besser. Ja. Die Reedereien verdienen da gutes Geld im Moment. Aber nicht nur bei uns, ne? Also beim Feuerwerksbereich hat sich das vielleicht vervierfacht, verdreifacht bis vervierfacht etwa. Mhm. Aber für einen normalen Container zahlt es ja teilweise 10%. Also
sagen wir so, das ist ein Moderat. Krass, das muss man ja vorstellen, wir müssen das Zehnfache, das kann dann keiner mehr bezahlen. Dann kostet der Transport mehr als die Ware. Ja, genau, das ist vielleicht ja auch beim Feuerwerk so eine Sache. Hier kostet eine Batterie vielleicht 30 Euro oder sowas im VK oder sagen wir einfach mal im EK. Pass mal auf, EK, so eine Batterie, die verbraucht aber Platz. Die verbraucht Platz. Hm. Wenn jetzt jemand Parfüm importiert oder so, da kostet dann die Flasche. Also man hat halt eine viel höhere Wertdichte. Das ist eine kleine Flasche, die dann vielleicht 10 Euro kostet, aber anstelle von einer Batterie, die dann 30 Euro wert hätte, passen halt dann auf einmal 20 Parfümflaschen rein. Also man hat eine viel höhere Wertdichte im Container bei anderen Produkten. Hm. Auch wenn Feuerwerk vielleicht teuer erscheint, aber auf das Volumen gesehen, zum Beispiel bei einer Packung Raketen oder so, keine Chance. Das sind ja unfassbar große Kosten, die dann da auf einmal auf einen mehr aufschlagen, weil man halt eben nicht so viel Wert im Container selber drin hat. Es ist schwer, es ist voluminös, richtig? Ja, so ist es. Also Transport ist ein großer Punkt. Rohstoffe wahrscheinlich. Da spielen natürlich dann jetzt die Energiepreise natürlich auch noch mit rein, die nochmal oben drauf kommen. Ja, so ein Schiff verbraucht natürlich auch. Und ja, Rohstoffe, Rohstoffe ist auch so ein Thema. Logisch, das ist nach wie vor ein Thema. Ja. Das begleitet uns aber schon Jahre. Also klar, aber jetzt halt nochmal extrem. Dann die Löhne und Gehälter auch in China steigen. Mhm. Ja, die Lebenssituation verbessert sich natürlich auch. Ja. Zumindest nicht überall, aber konzentriert. Und die Anforderungen an die Fabriken sind relativ groß. Die haben immer mehr Auflagen, mehr Sicherheitsauflagen. Das heißt, es fallen hinten welche weg an Kapazitäten, die nicht produzieren dürfen, weil sie diese Auflagen nicht erfüllen, diese Lizenzen nicht haben. Also auch eine Verknappung. Ist eine Verknappung. Man kann jetzt unterstellen, dass es ist bewusst so gemacht ist. Schwierig zu beantworten, was die chinesische Regierung da plant. Ja. Wir haben relativ wenig Zeit natürlich auch im Jahr zum Produzieren. Das ist immer wieder ein Ausfall, ein Stopp. Ja. Es fliegen Fabriken in die Luft, es gibt chinesisch Neujahr. Ja, es sind irgendwelche Kongresse, ja, das ist ja auch immer typisch. Es gibt eine Versammlung und dann wird einfach mal gestoppt, weil es darf in der Zeit nichts Schlimmes passieren. Ja, das wäre bei uns undenkbar. Ja, wenn unsere Bundesregierung sagen würde, Audi, ihr dürft jetzt mal nicht produzieren, zeigen die den Vogel. Dann geht's ja ab. Nee, so ist es nicht. Das sind halt so Hauptfaktoren, tatsächlich, also Rohstoffe, Transport, Kapazität, solche Dinge, die natürlich den Preis steigern. Bei uns, jetzt in Deutschland ist das so, und wir haben natürlich auch wegen Inflation. Ja. Die Mitarbeiter werden auch dann unruhig und sagen, ja, wenn alles teurer wird, will ich aber auch mehr verdienen. Und ich habe die Befürchtung, dass man da so eine Spirale reinkommt. Ja. Tatsächlich. Ja, also, okay. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch unter dem Jahr häufig die Preise anpassen müssen. So wird es sein. Es wird ein neues Normal geben für Billigbatterien. Billigbatterien werden bald irgendwann so 7, 8, 19 Euro kosten. Das ist das neue Billig. Ja, eher 14,95. Also man sieht es bei uns sehr billig und willig. Ja. Ja. Was waren die 12,95? Jetzt kosten sie 14,95. Ja. Müssen wir mal gucken, ja, ob die irgendwann mal 16,95 kosten. Ja, ich meine jetzt tatsächlich mit Billigsektor in Batterien, die vorher 3 bis 5 Euro gekostet haben. Die werden jetzt demnächst eher Richtung 10 Euro gehen. Das meinte ich jetzt damit. Aber auch billig und willig zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel. Steht hier gar nicht, ne? Nee, die ist eins weiter. Ja. Ja, also 30 bis 50% durchaus. Also man weiß es nicht. Vielleicht wird es auch mal wieder ein bisschen entspannt sich die Lage bei den Transporten. Und Wechselkurs ist auch so ein Thema. Ja, okay. Du hast ja, also die Chinesen wollen ja gern gut bezahlt werden, also wir zahlen ja einen Dollar und dann schauen die ja trotzdem auf ihren Wechselkurs in RMB und da ist eine doppelte Belastung im Moment. Also von allen Fronten wird es halt einfach teurer. Genau. Und die Versandkosten im Shop sind ja auch gestiegen. Leider, ja. Aber, und das ist ein großer Punkt, ich habe früher auch mal gedacht, 30 Euro Versand ist ja der absolute Wahnsinn, aber was zahlt ihr denn an Versand eigentlich für solche Pakete? Ungefähr. Also es sind ja, wenn man als Kunde 30 bzw. jetzt ungefähr 35 oder 40 Euro Versandkosten zahlt, dann, dann hat man damit aber nicht die Kosten abgedeckt. Also viel wird von euch ja subventioniert als Unternehmen. Richtig, ja. Also von uns weniger. Wir haben relativ hohe Versandkosten, von anderen das wird halt anders kalkuliert. Also, wie auch immer, muss jeder Shop für sich entscheiden, wie er da kalkuliert, ob er es bei den Preisen mitmacht oder was anderweitig oder drauf zahlt, ist mir egal. Ja. Aber es sind etwa 2 Euro pro Kilo.
Das Schlimme ist, das sind diese ganzen Zuschläge. Ich hatte es gestern mal beim Testschießen auch erwähnt, also mittlerweile übersteigen die Zuschläge den Grundtarif. Mm, okay, ja. Das ist ganz witzig, also fast ums Doppelte. Boah. Also ein Grundtarif, der war immer bisher gültig. Dann mittlerweile gibt es für alles Zuschläge, Kapazitätszuschlag. Also DPD zum Beispiel, gut, da haben wir jetzt weniger Versand, weil die nur 1-4S machen, aber die haben Kapazitätszuschlag. Ja. Das heißt, also wenn sie wenig Kapazitäten haben, wird es teurer. Ja, das ist so ein Floater, dann passen sie halt an, wie sie wollen. Der geht meistens immer hoch, aber nicht mehr runter. Dasselbe ist beim Diesel. Das war, beim Diesel haben wir es ja vor Jahren ja schon mal gehabt, so eine Anhebung. Da wurde es schon mal teurer, da wurde aber nicht mehr billiger. Ja. Ja, und Dieselfloater hast du, also Dieselzuschläge. Dann hast du Gefahrgutzuschlag, dann hast du, was weiß ich noch für Zuschläge. Und irgendwann summiert sich das halt eben. Und das war ziemlich teuer. Ja. Und wir haben bisher immer Angebot, Nachbestellungen kostenlos hinzu. Das geht einfach nicht mehr. Nee, ja, wenn jetzt jemand 3-4 Superdrien bestellt, dann zahlen wir dann nochmal 15 Euro Versandkosten obendrauf. Die können wir ja einfach nicht hergeben. Ja, 15 Euro Versandkosten obendrauf auf die Versandkosten, die man als Kunde selbst schon bezahlt hat. Also ihr müsst ja sowieso immer mit dazu bezahlen. Für 30 Euro gehen da eigentlich kaum Pakete raus, würde ich jetzt behaupten, oder? Nee, deswegen macht das auch keinen Sinn. Deswegen haben wir auch den Mindestbestellwert. Ja, weil es gibt einen Grundtarif und dann der kostet einfach pro Paket schon mal so viel. Ja. Und dann wird kommt drauf an, nach dem Abrechnungssystem ist unterschiedlich, je nachdem okay. Versender. Berechnet jetzt nach Kilo, der andere hat Staffelpreise, wie auch immer. Aber letztendlich müssen wir mal gucken, dass wir bei den Versandkosten nicht drauf sind. Also Versandkosten ist natürlich logischerweise der größte Kostenpunkt. Auch. Ja, klar. Aber das ist eine gute Sache, die muss man im Hinterkopf behalten. Roundabout 2 Euro pro Kilo, sagen wir einfach mal. Ja, ne? Dann wisst ihr demnächst ungefähr, was... Ja, also es ist natürlich, bei großen Bestellungen relativiert sich das. Also für eine 500 Kilo Palette zahlen wir dann keine 1000 Euro. Ja? Sondern es wird dann natürlich schon vom Verhältnis her dann günstiger, je schwerer die Sendung ist. Vom Kilopreis her, am teuersten sind natürlich kleine Bestellungen. Ja. So, das bedeutet, wenn ihr demnächst über den Link, der unten in der Videobeschreibung drin ist, zum Röder Feuerwerkshop gelangt und da zum Punkt Versandkosten kommt, dann nicht unbedingt denken, die wollen euch abziehen. Es muss leider sein, es muss leider sein. Also wie gesagt, es gibt welche, die haben halt günstiger, dann ist es entweder ein Artikelpreis drin oder ja, es wird halt tatsächlich stark subventioniert, aber das sind dann die wahrscheinlich, die nicht lang durchhalten werden. Könnte sein. Ja, irgendwie muss man ja seinen Mitarbeiter bezahlen, man will ja auch mal einen Gewinn machen. Ja, wir sind ja Wirtschaftsunternehmen, nicht Caritas. Und daher, so ehrlich muss man halt auch sein. Ja. Okay. Ist aber ja nicht so, dass wir jetzt auf bloßen Fuß liegen. Okay. Neues Thema. Nicht ganz so dunkel, nicht ganz so traurig. Ja, mal was Positives. Mal was Positives. Eigene Artikel hinter uns stehen, die, wie gesagt, im Röder Feuerwerkshop gibt es ja auch noch viele weitere, die man jetzt im Hintergrund nicht sehen kann. Das bedeutet, irgendwann sind die auch mal entstanden. Wie kam es dazu, dass ihr eure eigene Linie auf den Markt gebracht habt? Was war die Motivation dahinter? Und wie sah das so in etwa aus? Ja? Wie lange hat das so gedauert, bis dann die ersten Artikel endlich da waren und auch gezündet werden konnten? Oh, das ist schon einige Zeit her. Na, womit haben wir angefangen? Wir haben angefangen mit Leslie Feuerwerk, damals eigene Artikel. Das waren ungelabelte hatten wir, glaube ich, nie. Da hatten wir mal keinen Sinn drin gefunden. Das hat ja Kyra damals gemacht. Die haben ungelabelt von Miko und Keller und so weiter. Okay. Und das eigene Batterie verkauft. Und dann als eigene Batterie verkauft. Uns die Fachkundschaft, also ihr quasi, habt das ja schnell durchblickt. Also das war Quatsch. Also warum sollten wir dann Labels, irgendwelche Batterien oder Feuerwerkskörper umlabeln? Ja. Also haben wir uns gerade, aber wir wollten schon gerne ein paar spezielle Effekte, die es so nicht gab. Also sind wir natürlich hin oder andere Zusammensetzungen. Ja, das war irgendwann eine bunte Batterie und da waren drei Effekte drin, die waren super. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, ich habe jetzt kein Beispiel, es ist ziemlich lang her. Also die drei Effekte, die wollen wir haben und sind mit Leslie in Kontakt getreten und gesagt, pass auf, können die für uns machen? Ja. Finalbox Gold. Ah, okay, das ist der Klassiker. Finalbox Gold zum Beispiel, Finalbox Blau, das waren so eine, oder Gold Eruption. Eruption Goldblau, so hieß sie damals. Ja. Die war auch cool, das war auch von Leslie so ein Ding. Ich glaube, die hätten wir gerne. Ja. Und dann haben die für uns produziert. So hat es angefangen, nur dann wollten die immer mehr Stückzahlen haben und immer teurer. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann können wir es auch selber produzieren lassen. Ja, klar. Ja, haben uns Fabriken gesucht und haben dann unsere Wünsche angetreten. Es ist nicht immer so einfach, wie Malte auch schon festgestellt hat bei Funk von Funke. Ja. Wenn man gewisse Anforderungen hat an die Qualität und an den Aufbau und was Spezielles, Schönes haben will, dann winken viele Fabriken schon ab. Die wollen ihren Standardding schnell möglich viel Geld machen, in Anführungsstrichen, effizient arbeiten und wollen sich mit so Sonderdinger gar nicht so viel abgeben. Und hohe Stückzahl natürlich, ja, wenn du dann kommst mit 100 Kisten, dann sagen die auch, bleib, wo der Pfeffer wächst. Ja, klar, unter 1000 geht da gar nichts, quasi. Und so hat sich das halt weiterentwickelt. Und dann haben wir festgestellt, es fehlen halt immer spezielle Artikel. Ja? Zum Beispiel unsere römischen Lichter. Es gab römische Lichter,
15 Schuss, 20 Schuss, voll der Mist. Es gab eigentlich wirklich gute Sachen. Oder mal 100 Schuss Leuchtkugelbatterie, die auch nicht besonders gut waren. Ja. Und dann haben wir gesagt, hey, das geht besser. Und haben dann unsere römischen Lichter zum Beispiel aufgesetzt. Die römischen Lichterbündel. Die Lichterbündel, Entschuldigung, genau, Lichterbündel, richtig. Zum Beispiel. Hast du da gerade eins? Ich gehe mal aus dem Video raus, bin gleich wieder da. Ja, das ist zum Beispiel dieses Bunde, das war einer der ersten, die wir hatten. Ja. Ja. Mittlerweile haben wir viele verschiedene, zum Beispiel, wie viele Schuss kommen da ungefähr raus? 280, das sind 300 Schuss. 300 Schuss. Genau. Und bei den anderen sind es ein bisschen weniger, dafür sind größere Kaliber. Ja. Hier zum Beispiel das Irrlicht weiß. Ja. Das sind weiße Blinker zum Beispiel. Ne? Richtig, genau. Ne? Also das sind schon schöne Sachen entstanden. Die es halt so nicht gab. Es gab viel Buntes, ja. Das wollten wir nicht. Wir wollten reinfarbige Sachen. Ja, okay. Und so ist es im Prinzip entstanden. Na, die Idee, du gehst praktisch mit einer Idee an eine Fabrik ran, fragst, kann sie das machen oder nicht. Ja. Okay. Aber häufig ist es so, dass die auch eher ihre Sachen vorstellen und du musst halt das dann so nehmen, na, das ist nicht, entspricht nicht unseren Vorstellungen. Ja. Ja, klar, verstehe ich. Sind F3-Artikel in eurer eigenen Linie auch geplant? Bei F2 habt ihr jetzt ja gut bedient, ein bisschen F1 auch, aber F3-Ware? Wir sind tatsächlich vorsichtig mit F3. Erstens, der Absatz ist da relativ gering immer noch. Großes Problem bei F3 ist der Transport. Ah, wegen 1.3G. Also wenn jemand bei uns online bestellt, dann 1.3G. Also F3-Artikel sind fast immer 1.3G. Ja. Ja. Außer ruhige, leise Sachen oder Fontaine oder so ein Mist. Also Entschuldigung. So ein Mist. Nein, nicht falsch verstehen. Also das ist halt relativ teuer im Versand. Ja. So ein Mist. Laut Heiko. Ah nee, super. Das ist ja, F2, die ist ja schön, F2. Aber die ist F2. Ja, okay. Also wäre die F3 dann... Ach, Quatsch. Spaß beiseite. Und das ist das eine. Das andere ist, du brauchst halt einen Erlaubnisschein, logisch. Mhm. Ja, und so muss ich das schon überlegen, ob er das machen will. Dann ist ja man behördlich bekannt. Ja. Du brauchst einen Lagerplatz, du brauchst eine Versicherung und so weiter. Also wenn man selbst den 27er beantragt. Genau, 27er, bei SIMA ist es genau das gleiche Problem. Wenn SIMA sagt, okay, ich mache das wirklich gewerblich machen, dann ist die Versicherung noch teurer. Und das glaubt dir dann auch dann keine Behörde mehr, dass du nur die Kleinmenge lagerst. Ja, ja, klar. Und das ist so ein Knackpunkt. Also die Absatzmenge ist da noch relativ gering. Und also wird sich einfach nicht lernen. Und wir wissen auch nicht, wie entwickelt sich die Gesetzgebung in Zukunft. Ja. Ja, ist das auf der Agenda? Jetzt wird ja das Sprengstoffgesetz novelliert, also verändert, angepasst. Und was passiert mit den 27ern wirklich? Ja, gibt es immer wieder Gerüchte. Ich glaube es noch nicht, habe noch nicht wirklich selber was davon gehört, kann aber sein. Ne? Und dann hast du hier jede Menge F3 auf Lager, kriegst es aber nicht mehr los. Genau. Weil für einen F2-Zünder ist es nichts und für einen F4 ist es uninteressant. Ja, dann hat man die F3-Artikel auf Lager, wo die Chinesen gesagt haben, unter 1000 Kartons geht hier gar nichts. Genau. Und dann bleiben halt 900 hier auf der Strecke. Und die sind natürlich auch relativ teuer. Also wenn man mal vergleicht, wenn man so die NEM vergleicht von der F2-Batterie und zur F3-Batterie, also ist die F3 natürlich im Verhältnis teurer. Ja. Und dann muss man sich halt fragen, ist das wirklich wert? Ich meine, gut, du hast bei F3 50 mm zum Beispiel, kannst du schon 50 mm Dinger schießen, ist schon was, ne? Also ja, 50 mm, 40 Gramm, glaube ich. Gut, ja. Ne? Aber man muss sich halt gut überlegen, ob man das wirklich machen will. Nee, okay. Du hattest gerade den 27er angesprochen. Der 27er wird im Volksmund als, also erstmal ist es sowieso schon F3-Schein, so Bot gesagt. F3-Schein und 27er, also eigentlich ist ja der Paragraph 27 nach Sprengel, also Sprengstoffgesetz, der einen dazu berechtigt, F3-Ware zu kaufen, ne? Und auch Feuerwerke anzuzeigen. Oder darf man eigentlich als Privat, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich jetzt auch, ich habe zum Beispiel keinen 27er, ob ich irgendwo hingehen kann und so ein Feuerwerk anzeigen kann ich nicht. Ne? Dafür brauche ich einen 27er oder einen 20er oder einen 7er. Ja, oder du holst halt eine Genehmigung. Oder man holt sich eine Genehmigung, genau. Nee, alles klar. Was soll ich jetzt sagen, genau, wo siehst du da die Zukunft tatsächlich des 27ers selber? Bestimmt haben sich hier schon mehrere Leute, also es kommen bestimmt vermehrt 27er auf euch zu und sagen, ich hätte jetzt gern zum Beispiel meine Bestellung, die ich getätigt habe, jetzt schon unter mir ausgeliefert, weil ich meinen 27er jetzt neu habe. Das kommt wahrscheinlich öfter vor. Du hattest ja gerade schon angesprochen, der Trend ist noch nicht so extrem, dass man sagen kann, ja, wir haben eine riesengroße Kundschaft an 27ern, aber wird sich denn deiner Meinung nach lohnen, einen 27er zum Beispiel zu beantragen, um sein Feuerwerk, sein Silvesterfeuerwerk in Zukunft zu sichern? Ja, falls irgendwie sowas kommt, dass man als Privatperson das nicht mehr einfach so kaufen darf. Na gut, dann werden sie wahrscheinlich die 27er auch einschränken. Ja, ganz blöd sind sie ja auch nicht. Das war jetzt das Wort zum Sonntag. Genau, also man weiß nicht genau, wo sie angreifen. Ja, und vielleicht bleibt auch alles beim Alten. Ja. Man weiß es halt nicht. Ja. So. Solange es geht. Der große Vorteil vom 27er ist tatsächlich, du hast es angesprochen, ich kann jederzeit meine Ware abholen. Ja. So, also auch vor Silvester.
Und die letzten zwei Jahre war es natürlich blöd für diejenigen, die es keinen hatten. Deswegen sind jetzt schon einige her und haben den 27er beantragt und gesagt, okay, dann hole ich meine Bestellung eben jetzt gleich ab, dann habe ich es auf jeden Fall safe. Weil im letzten Jahr war ja das Zünden nicht verboten. Ja. Und da haben sich viele geärgert, die keinen 27er hatten. Ich habe immer gesagt, holt euch den Schein und dann könnt ihr eure Ware haben. Oder meldet ein Gewerbe an. Also mein Gewerbe geht es auch. Okay. Man muss nicht den 27er unbedingt beantragen, sondern es reicht auch mit dem Gewerbeschein. Man kann dann auch unter dem Jahr die Feuerwerk abholen und ausgehändigt kriegen oder zugeschickt kriegen. Nicht nur abholen, sondern auch zugeschickt. 27er, ja, ich kann es das ganze Jahr haben und ich kann F13, das sind die Vorteile. Aber man muss halt auch abwägen, ja. Es gibt auch Nachteile. Der kostet was, ist auf 5 Jahre beschränkt, ich muss es dann verlängern lassen. Wie gesagt, ich brauche Versicherung, viele Behörden verlangen Lagerplatz. Ja. Auch teilweise ein genehmigtes Lager, weil sie sagen, hey, mit einer kleinen Menge kommst du da nicht hin, kannst du vergessen. Verstehe ich, ja. Es sind halt so Dinge, muss man überlegen. Muss man überlegen und man ist natürlich auch bekannt. Dann. Ja genau, also man ist behördlich bekannt. Die kommen dann vorbei, klingeln bei dir, sagen wir dann Feuerwerk, oh, nicht richtig gelagert, okay, ist eine Straftat. Übrigens, ist das Problem. Oh, ja, gut. Falsche Lagerung über die Lagergrenze ist eine Straftat. Ja. Kann natürlich für zukünftige Dinge Probleme bereiten. Ja, okay. Thema Versicherung hattest du angesprochen. Mhm. Da könnten wir zum Beispiel auf den Feuerwerksclub kommen. Richtig. Ja, hat sich vorbereitet. Ja? Sehr gut, ja. Ist tatsächlich richtig. Aber das gilt nur für die Nicht-Gewerblichen. Für den 27er. Der Gewerbliche wäre der 20er. Ne? Mhm. Jetzt wäre der 7er und der 20er dürfte ausführen im Auftrag eines 7ers. So, haben wir das schon mal abgehakt. Aber in eurem Feuerwerksclub gibt es nicht nur eine Versicherung, eventuell auch Rabatte für den Shop. Und Thema Feuerwerksclub, da kommen wir auch auf die Petition, die ja zurzeit läuft. Da würden wir vielleicht gerne mal ein paar Worte drüber wechseln. Also du hast ja schon ausführliche Videos bei euch auf dem Kanal, also bei Röder Feuerwerk auf dem YouTube-Kanal gemacht. Allerdings können wir gerne jetzt das auch nochmal kurz ansprechen, wie es zum Thema, wie das Programm der Petition läuft. Mal kurz anreißen. Was ist es überhaupt? Ne? Vielleicht weiß der ein oder andere noch nicht genau, worüber wir gerade sprechen. Richtig, so. Genau. Kurz zum Club. Club gibt es 4 verschiedene Stufen im Moment. Ja. Das ist im Prinzip eine Vereinigung. Ne? Wir stehen zwar als Unternehmen dahinter, aber beim Verband stehen ja auch Unternehmen dahinter. Ja. Ja, also das weiß jeder Politiker, ist ganz klar. Und es gibt 4 verschiedene Stufen und die Premium-Stufe ist tatsächlich, das sind 120 Euro im Jahr, zumindest aktuell noch. Im Jahr? Ja, im Jahr. Richtig und da ist die Versicherung dabei für eigentlich 10 Feuerwerke. Aber wenn es mehr werden, dann sagt die Versicherung, ist auch kein Problem. Okay, also man muss sich nicht für jedes Feuerwerk zahlen. Ja. Dann ist 120 Euro safe, für die meisten reicht es mit den 10 Feuerwerken privat auch aus. Wunderbar. Und da sind 5% Rabatt dabei für uns im Shop, für alle Artikel. Ja. Und natürlich, wir haben in der Vergangenheit mal ein bisschen Reisen angeboten, das waren die letzten 2 Jahre nicht, da hat man dann auch Vorzugsrecht zum Beispiel, dass man mit dabei ist, solche Dinge. Mhm. Beim Workshop, der Workshops, die sind günstiger um 33%, also statt 150 nur 100 Euro. In euren Workshops kann man Helferscheine sammeln, beziehungsweise Großfeuerwerk kennenlernen, oder? Ja genau, also der Workshop ist so ein Event, wo man auch mal ein richtiges Feuerwerk mit aufbaut, auch ein Großfeuerwerk, große Bomben. Mit Mörsern, mit allem, was schützt. Genau, aber nicht nur, man muss nicht nur schleppen, sondern bei uns lernt man auch was. Ja? Ja. Also man schaut da schon genau tiefer rein, es werden auch Sachen tatsächlich noch befüllt, Sachen, ne? Also dass man auch wirklich was Interessantes sieht. Genau. Genau, aber das ist so viel zum Club. Wie gesagt, wer uns unterstützen will und das alles nicht braucht, der kann auch unseren Club unterstützen. Wir setzen uns natürlich gegen die Verbote ein, wir kämpfen natürlich für den Erhalt des Silvesterfeuerwerks, was in den letzten 2 Jahren sehr wichtig geworden ist. Bis vor 2 Jahren war der Club eigentlich mehr für diese Hobbyfeuerwerke, die Versicherung braucht letztendlich. Ja. Und mittlerweile ist es was Politisches geworden. Genau, mittlerweile ist es politisch geworden, richtig. Die letzten 2 Jahre haben gezeigt, dass wir was tun müssen. Wir waren immer ein bisschen so unterm Radar. Haben uns nicht gemuxt, wenn irgendwas ist und gegen Feuerwerk geschossen wird, weil Brotstadtböller, die Aktion gibt es ja schon ewig. Ja. Ja. Man kann aber auch Feuerwerk Spaß haben und was spenden für die Leute. Und ich glaube, das wird auch überbewertet. So viel Geld wird bei uns ja nicht verballert. Mhm. Ja, also in Deutschland. Tut mir leid, das habe ich dich kurz unterbrochen. Nein, ist kein Thema. Also von daher gab es schon immer Aktionen gegen das Feuerwerk auch, aber man war immer still. Gut, mit der DOA das Ganze neue Qualitäten bekommen und man hat trotzdem gewähren lassen. Und ja, die letzten 2 Jahre hat man dann gesehen, wir müssen was tun und deswegen ist der Club jetzt ein bisschen politischer geworden. Ja. Wir sprechen viel mit Politikern, wir haben bestimmte Aktionen, wir haben unsere Forsa-Umfrage gemacht, die eben, ich kann es immer nur wieder erwähnen, weil so unfassbar positiv ist. Die Deutschen sagen, 90% der Deutschen sagen, das hat Tradition, das ist das private Silvesterfeuerwerk und 80% sagen, wir wollen da überhaupt kein Verbot haben. Ja. Und wenn 80% der Deutschen sagen, es ist eine eindeutige Mehrheit, wir wollen kein Verbot. Und das ist natürlich ein springender Punkt. Das heißt also, die Deutschen sind eigentlich positiv dieser Tradition gegenüber eingestellt.
solche Dinge machen wir, aber die kosten natürlich Schweinegeld. Ja, das macht Forza, hat da richtig gut Geld verlangt dafür. Und solche Dinge machen wir, aber wir müssen nicht aufhören. Wenn also bei uns die Beiträge ausgehen oder wenn so, wir können nicht mehr einsammeln, dann hören wir ja nicht auf damit. Sondern als Unternehmen, weil wir als Unternehmen dahinter stehen, machen wir trotzdem weiter. Ja. Ja, also mit unserer Marketingabteilung und auch ich persönlich, wir kämpfen ja trotzdem weiter für den Erhalt. Das ist das Positive bei uns im Club. Und ja, wer uns unterstützen will, kann natürlich auch kleineren Mitgliedschaften buchen. So, ja. Das ist so viel zum Club, doch ein bisschen ausführlicher geworden. Ja, alles gut. Das Thema Petition. Die Petition, ja, Petition ist immer so eine Geschichte. Ja. Wofür ist eigentlich so eine Petition gut? Letztendlich, wir haben es jetzt beim Deutschen Bundestag, beim Petitionsausschuss beantragt. Warum? Weil es das ermöglicht, wenn wir diese Grenze von 50.000 schaffen würden. Ja, 50.000 Unterschriften. 50.000 Unterschriften, Unterzeichner brauchen wir. Dann könnten wir vom Petitionsausschuss oder von den Politikern persönlich sprechen und unser Anliegen einbringen. Das kannst du ja auf anderen Plattformen nicht. Du kannst dann zwei Unterschriften sammeln und dann gehst du zum Politiker und sagst, hey, ich habe hier 50.000, 100.000, 300.000 Unterschriften. Du kannst da aber auch dich 50 Mal anmelden. Ja. Also das, ich fand da nicht so viel bei Change.org zum Beispiel, das fand ich jetzt nicht so zielführend. Okay. Bringt uns nichts. Deswegen haben wir es im Deutschen Bundestag gemacht. Und im Moment haben wir leider nur ein Zehntel davon. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, aber es war halt eine Chance. Und ich dachte, okay, wir ergreifen die Chance und machen es. Wir haben allerdings, wir sind auf Platz 3. Also es gibt 79 aktuelle Petitionen und wir sind tatsächlich auf dem dritten Platz. So gesehen ist es auch wieder ein Erfolg, auch wenn wir letztendlich das Ziel nicht erreicht haben. Und vor uns sind nur einmal stoppt den Ukraine-Krieg. Ja. Und da geht es um Öl und Energiepreis und sowas noch. Ja. Na, also das, was aktuell natürlich noch wichtig ist. Das heißt also, ist Feuerwerk doch nicht ganz so unwichtig. Also wir waren damit schon erfolgreich in dem Sinn, aber es reicht da nicht ganz. Okay. Und es wäre letztendlich nur die Chance gewesen, einfach mal nochmal direkt. Weil wir sprechen eh mit Politikern, aber es wäre nochmal ein Stück mehr gewesen. Okay. Gut. Werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Ihr könnt trotzdem unterzeichnen. Jeder, der hilft, ist gut. Ja. Man muss sich halt dann registrieren. Man ist halt bekannt, ja. Aber ein Opfer muss man bringen. Also wenn das erhalten werden soll, müssen wir Opfer bringen. Das hilft nichts. Ja. Ja, immer unter dem Radar und so hoffen, die anderen machen schon, dass die Zeiten sind vorbei. Ja, du hast recht. Wir müssen selbst mitmachen. Ja, so ist es. Ja, aber nachher jammern, ne? Dann ist nicht. Also, nicht. Ja, wenn es nachher heißt, jede Kommune darf selbst entscheiden, ob Feuerwerk. Also übrigens, die Kommune ist es, meiner Meinung nach ist die Kommune das nächstgrößere nach der Nachbarschaft. Also es ist schon wirklich sehr klein. Eine Kommune war doch was anderes. Naja. Wenn jede Kommune nachher selbst entscheiden darf, ob Feuerwerk stattfindet oder nicht, weil darum geht es ja, um genau diese Änderung. Das hatte ich jetzt vergessen. Diese Änderung, ja. Genau. Was wir jetzt gelernt haben, ist, das Thema ist ein wichtiges Thema und jetzt wissen wir auch, was es genau für ein Thema ist. Wir haben jetzt viel darum geredet, haben aber gar nicht gesagt, worum es geht. Genau, es geht darum, dass das Gesprengstoffgesetz dieses Jahr geändert werden soll oder angepasst werden soll und in dieser Hinsicht, gesagt, dass eben die Gemeinden selbst entscheiden dürfen. Und es gibt einen riesen Flickenteppich. Ja. Ja, es ist ein riesen Chaos, ist nicht zu kontrollieren, ist einfach Irrsinn. Ja. Das wollten die Grünen so, beabsichtigt natürlich. Ja, ja. Hätten auch sagen können, wir wollen gleich gar kein Feuerwerk mehr, dann wäre es wenigstens ehrlich gewesen. Okay. Ja. Aber gut, wir merken, dass die Grünen tatsächlich im Moment im Wandel sind. Ja. Fracking und solche Dinge, mal schauen, was daraus kommt. Ja. Ja. Gut. Ich würde sagen, ich habe von meiner Seite aus alle Themen besprochen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch Diskussionen führen und so weiter und so fort. Ja, pusht die Kommentarsektion. Ihr guckt bestimmt auch mal unter die Kommentare. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen was beantworten, falls Fragen anfallen. Jo, gerne. Natürlich. Jetzt habe ich extra Arbeit verursacht, die nicht abgesprochen war. Aber vielleicht. Nee, machen wir doch. Wir haben doch nichts zu tun in einem Jahr. Nein, Quatsch. Nee, wir schauen schon mal. Gut. Nee, dann bedanke ich mich. Wenn es noch weiteren Bedarf gibt, dann machen wir irgendwann Teil 2. Ja. Wenn dir noch Fragen einfallen, waren sehr interessante Fragen tatsächlich, die mir so noch nicht gestellt wurden. Freut mich. Ja, also gut. Ja. Nochmal vielen Dank für alles, extra für mich aufgemacht, weiß ich zu schätzen. Gut, das war's mit dem Video, gebt dem sehr gerne einen Daumen nach oben. Schaut bei Roder Feuerwerk im Shop und vielleicht auch auf YouTube vorbei. Ja, gibt sehr lustige Videos, die ihr macht, ne? Auch sehr viel Humor drin eingebaut. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein und bis dann. Tschüss Heiko, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank auch fürs Interview. Gerne. Ja.